Herzlich willkommen bei Destiny 2. Hier ist Herr Gamer Logun. Heute machen wir weiter mit Festival der Verlorenen. Erstmal zu Turm. Herausforderung. Das geht wie Butter. Ich frage mich so, wie die Farbe aussieht. Sammlung. Das nehme ich und das nicht. So, jetzt erledigen. Alles erledigt. 100 Dilemma. Wie schön, dich zu sehen. Bist du gewachsen? Oder 2128 gesammelt. Die alte Eva hat etwas Besonderes für dich. Die Siege kämpfe in heimgesuchten Sektoren. Das mache ich. Schießbeschwörungsgitter in heimgesuchten Sektoren. Wunderbar. Süßigkeit ansammeln. Pass auf dich auf. So, jetzt heimgesuchten Sektoren. Das ist Thermaltausch. Das Todesstoßgewehr, Nahkampf und Granatenenergie mit Solarfokus. Ja. Scharfschützengewehr benutze ich das später. Der Legende nach haben sich die Exos selbst enthauptet, weil die Vexi in den Wahnsinn trieben. Und zugegebenermaßen gibt es einige Beweise, die diese Annahme stützen. Vielleicht. Aber sich selbst den Kopf abzuschlagen, ist nur der erste Schritt zum lodernden Kürbisritter. Süßigkeit. Nicht schon wieder, oder? Erstmal Fähigkeit wechseln. Akkus. Träumer. Thank you.
Ach, schön. Akkuschläge für alle. Das ist auch spannend. Ja, plus das ist eine schnelle Munition. Stufe A, Stufe 528 erreicht. Kommt nicht vorbei. Ah, hier muss eine Grams. Hexenwerk. Soll ich zu abschürzen. Wie viel? 2187. Beschwörungsritual vollständig. Vier, drei, zwei, eins. Was ist? Der Wexgeist, der die Exos überwältigt haben soll, ist vermutlich noch in der Nähe. Oder? Gedanken, die dich verwechseln können. Thank you.
Diese Sicherheit sind. Und Pirmes. Und. Kabel. Das ist Achseele. Und Volltreffer. Doch nicht. Kommt alle zu mir, ihr Sechs. Zweimal 30, 60. So. Ansammlung. Achtundzwanzig. Farbenänderung von mein Schiff. Kupferfarben Patina. Ein bisschen rustikal. Auch das Sparrow auch. ETZ. Danke für deinen Schutz, Hüter. Ich setze Glens Forschungen zu den Kopflosen fort. Er glaubt, dass die Schar sie erschaffen hat. Aber ich habe meine Zweifel. Ich mache dir keine Vorwürfe. Jay und Glens sind gute Jungs, aber manchmal sind sie etwas verwirrt. Nicht so verwirrt, eigentlich. Okay, er hat aus der Zavala gerettet. Der Sieg war nahe, bis sie verraten und in Besessene verwandelt wurden. Eigentlich nichts. Eine kopflose Kürbisse. Weniger. I'm coming. Turbo gun.
alle zusammen. Come on, yeah. Noch los an Kopf. Weniger. Ja. Großer Wurzel. Ach, dachte. Schön zwischen die Augen. Ich wie viel? 2360. Denke ich mal schon wieder. Blaue Grammwaffe. Verdorbene. Was? Weg damit. Weil er denkt nur eindimensional. Ja. So.
Seite. Handkreis aufgetaucht. Nein. Akkus leer. Vielleicht ein leerer. Akkus leer herbei. Vagabund, du bist doch schon allen möglichen Kreaturen im Sonnensystem begegnet, nicht wahr? Das ist richtig, kleine Schwester. Alles, was Beine hat und sprechen kann, wird entweder erschossen oder beim Kartenspielen geschlagen. Könnten die Kopflosen deiner Meinung nach vielleicht transformierte Elixni oder Kabale sein? Das bezweifle ich. Alles an ihnen schreit Schar, außer dem schönen großen Kopf. Das sehe ich auch so. Dieser Teil scheint definitiv menschlich zu sein. Mhm. Waffenlevel 95. Aha. Zweiter Platz. So. Mal sehen, wie viel. Okay. Ach, komm schon. Noch. Ah. 30. 31, 32, 33, 34, 35. Wäre. Ja. Pilgerstätte. Gerüchten zufolge wurden sie von einem bösartigen Wexgeist hierher gelockt. Geil. Der Legende nach haben sich die Exos selbst enthauptet, weil die Wex sie in den Wahnsinn trieben. Und zugegebenermaßen gibt es einige Beweise, die diese Annahme stützen. Aber sich selbst den Kopf abzuschlagen, ist nur der erste Schritt zum lodernden Kürbisritter. Voll. Face. Und jetzt nach. Gut. Einfach Zeit lassen, bis der große kommt.
Hier ist ein Service. Ah, schön. Ich muss den Arsch einschießen. Kommt alle zu mir. Alle zu mir. Die Quest Überraschung für euch, ihr weg. Ein dickes, schweres, gewaltiges. Donnerlord persönlich. Was? Keine Nummer 10. Juckt das. Sitzen und die Zeit. Hat einer die Rüstung geholt. Wie siehst du aus? Aha. Wenn die Vex die Exos wirklich in den Wahnsinn getrieben haben, sind deine Übergriffe auf das Vex-Netzwerk umso beeindruckender. Mhm. Dass du gegen den Vex-Geist, der den Sektor heimsucht, genauso viel Glück hast. Oh, schau, nicht schon wieder. Das.
toe in het leven. Wir weiter. Mit ein wenig Unterstützung von seinem Hüter-Sidekick, versteht sich. Mhm. Kosmodrom. Meister Held. Hüter, wir haben eine Hochfrequenzübertragung reinbekommen. Herkunft ist irgendwo entlang der Küste, in der Nähe des Kosmodroms. Das ist Rasputin, der KI-Kriegsgeist. Wenn ich ihn richtig verstehe, dann ist das ein Notruf. Ballett zu schätzen wissen, Hüter. Es wäre eine Schande, ihn zu verlieren. In der Kurven. Mein Schatz. Was ist?
schon. Aha. Stecken geblieben. Ist alles für dich. Ja, steht nicht doch. Alles schön elektrifiziert. Ein bisschen dies und das und das und das und das. Ist es zu viel geworden? Ja. Warten.
Tschüss. Was? Safe, Alter. Stimmt. Ah, verdammt. Komm mal her. Mal sehen, was da fast drin ist. Uah. Fünfmal Spektralseite. Ich mal Punkt 19 Uhr, denke ich mal, das Xur. Vielleicht ETZ in ETZ auftaucht oder bei nächsten Nessos Wächter gab oder wir in Turm ist. Denke ich mal, das Xur diesmal vielleicht Fragezeichen ETZ auftaucht. Fragezeichen. Von 17 Stufe Multik. So, Schaden. Ja, mein Zunge ist trocken. Oh. Kühlschrank damit. Oh, hab ich den übersehen? Nein. Jetzt Energy. So. Fähigkeit Solar. Starten. Wirklich sehr schade, dass nächste Season die planetarische Material entfernt werden. Sehr schade.
scharlachrote Fesseln. Wilma. Ich muss dich erneut bitten, dich in die Finsternis zu wagen. Bewege dich schnell, aber vorsichtig voran. Mhm. Nicht in den Spalt zu fliegen. Oder von einem Schar gefressen zu werden oder von einem Schar getötet zu werden. Einfach durchzulaufen. Schießgrünlicher Ritter. Diesmal bin ich nicht gestorben. Jetzt zum Brücke. Ja. Ach, süß. Ah. Auf dem Dach zu laufen. Ja, krieg mich nie. Und doch schön. Voll daneben. 10, 15. Spür meine Erleuchtung. Zäpfchen, wir brauchen ein Zäpfchen aus Eis.
Ein Hass, so rein und machtvoll, wie Sonnenschein, der in die Haut einzieht. Nach Oryx' Tod irrten sie ziellos umher. Doch die Schar verzweifelt nicht. Es war sicher, dass es eine neue Führerschaft geben würde. Denn das ist die Natur ihrer bitteren Logik. Endlose Nachfolger. Vielleicht können wir eines Tages die Schar ausradieren. Doch die einzigartige Überzeugung, die sie antreibt, ist nicht so leicht ausgelöscht. Ich hab's gehört. Was ist die Stufe? Machen wir mit 60. Ja, hätte es sehr besser. Und runter. Erste Hexe. Thank you.
Komm herein, herein mit dir. Wie eine alte Schachtel. Da kommt sie. Mal gucken, was unter der Kleidung ist. Gar nichts. Du alte Lumper. Oh, nee, schon wieder die Ober. Keiner wird zurückgelassen. Mal schon. Harris, es ist vorbei. Ashladun ist tot. Ich bin erleichtert, das ach, zu hören. Ach, den Schmeiß der Gilmar. Aber dass Ashladun hier war, ist kein Zufall. Die Schar muss mehr mit der Pyramide vorhaben. Komm zu mir zurück. Es gibt einiges zu bereden. Mhm. Kills. Odins Psycho Army. So.